Ich habe heute einen super Tipp für dich dabei, wie du Google Maps für dich nutzen kannst, wenn du kein Internet bzw. kein Netz auf deinem Smartphone hast und dich aber trotzdem von A nach B navigieren lassen möchtest. Das Zauberwort heißt Offline-Karten. Wie das Ganze funktioniert, wie das ausschaut, zeige ich dir gleich. Ich heiße dich jetzt erstmal recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Anjas Themenkiste und würde sagen, wir schauen uns das gleich einmal gemeinsam Schritt für Schritt an und klären aber zuallererst, warum man denn Offline-Karten überhaupt benötigt oder was ich damit anstellen kann. Offline-Karten nutze ich zum Beispiel super gerne, wenn ich in den Urlaub fahre und weiß, ich habe vielleicht an den ein oder anderen Ort einfach kein Internet oder keinen Empfang, weil ich irgendwo unterwegs bin, wo der Empfang in der Natur vielleicht ein wenig schlechter ist. Und damit ich mich aber trotzdem mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Fahrrad navigieren lassen kann, lade ich mir sogenannte Offline-Karten von dieser Region quasi runter und habe so wie die alten ursprünglichen Handkarten, die man noch beim Wandern zum Beispiel dabei hatte oder den Atlas, diesen nun auf meinem Smartphone mit dabei. So, wie schaut das Ganze aus? Gehen wir einmal in unsere Applikation Google Maps, wo habe ich sie denn? Hier. Und öffnen das Ganze einmal. Und jetzt geben wir den Ort oder die Region ein, wo wir uns quasi aufhalten wollen und nicht sicher sind, ob wir da Internet oder grundsätzlichen Handyempfang haben. So, ich gebe hier jetzt einmal Barcelona ein und dann rattert das Smartphone, genau, perfekt, und navigiert mich hier jetzt schon mal zu Barcelona hin. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt für Barcelona und Umgebung jetzt eine Karte haben, möchte ich mir hierzu natürlich eine Offline-Karte runterladen. Dazu muss ich jetzt einmal dieses untere Fältchen nach oben schieben und dann erscheinen hier rechts oben die kleinen drei Pünktchen, da gehe ich drauf und kann hier eine Offline-Karte jetzt herunterladen. Und hier kann ich jetzt einstellen, wie groß der Bereich sozusagen sein soll, der denn heruntergeladen werden soll. Also ich kann hier mit meinen Fingern quasi reinzoomen bzw. auch rauszoomen, damit die Region ein bisschen größer wird und kann dann sagen, okay, wenn das für mich so passt, dann kann ich das herunterladen. Ich habe hier allerdings auch nochmal einen kleinen Hinweis, wie viel Datenvolumen diese Karte dann im Endeffekt dann auch benötigt. Das ist jetzt mit 90 Megabyte nicht sonderlich viel. Ich lade das also hier einmal herunter und kriege auch gleich hier die Rückmeldung, dass der Download jetzt im Hintergrund vonstatten gegangen ist. So, damit ich jetzt einmal simuliere, wie es ausschaut, wenn ich kein Internet habe, stelle ich hier einmal den Flugmodus ein und jetzt kann ich mich sozusagen in meiner Offline-Map auch navigieren lassen. Wie schaut das Ganze aus? Ich kann hier einmal reinzoomen und sehe hier also auch meine Straßen, weil das hier der Bereich ist, den ich mir auch runtergeladen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir mal ein bisschen raus und gehe hier auf einen anderen Ort, der ein bisschen weiter weg ist und zoome da rein, dann zoomt mir zwar Google Maps dahin, aber wenn ich reinzoome, dann werden hier keine kleineren Straßen mehr aktualisiert und nicht richtig angezeigt. Wohingegen, wenn ich wieder zurück nach Barcelona gehe, hier alles eben schön in meiner Offline-Karte zur Verfügung stehen habe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich jetzt hier zur Sagrada Familia navigieren lassen, dann sage ich hier, okay, ich möchte da einmal hin, gehe auf Route, wähle meinen Startpunkt aus und sage, okay, ich befinde mich jetzt im Park Güell und möchte mich jetzt hier mit dem Auto navigieren lassen. Und dann kriege ich hier auch wirklich eine Vorschau über Google Maps, wie ich eben von diesem Punkt A, also Park Güell, zu meiner Sagrada Familia komme und kann mich da dann eben hin navigieren lassen. Ist also eine super feine Sache, wenn man unterwegs ist und eben kein Internet hat. So, jetzt gehe ich hier noch mal einmal kurz zurück und raus. Wenn
du jetzt mehrere Karten zum Beispiel abgespeichert hast, dann ist natürlich die Frage, wo finde ich denn diese ganzen Offline-Karten? Muss ich da jetzt immer extra quasi in der Mappe reinzoomen oder nicht? Nein, man kann sich diese auch direkt anzeigen lassen. Und zwar, wenn du hier oben in dem Suchfeld auf den Buchstaben hier drauf gehst, dann findest du hier unter dieser Auflistung die Offline-Karten. Und wenn du hier drauf gehst, dann siehst du die Offline-Karten, die du dir eben heruntergeladen hast. Also in meinem Fall Barcelona, wenn ich da einmal drauf trippe, dann sehe ich eben auch nochmal, wie groß der Bereich ist, den ich mir ausgewählt habe, und kann das Ganze eben hier nochmal bearbeiten, aktualisieren, wenn ich wieder im Internet bin und so weiter und so fort. Und das war im Endeffekt auch schon das ganze Hexenwerk. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und es ist für dich in der ein oder anderen Situation, wenn du eine Reise planst, sinnvoll und hilfreich. Und wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Herunterladen und beim Navigieren lassen. Und wenn du noch weitere Tipps und Tricks über Google Maps wissen möchtest, dann bleib jetzt dran. Ich verlinke dir hier ein kleines Folgevideo, wo ich dir zeige, wie du dir sozusagen Orte, die du besuchen möchtest, und Adressen abspeichern kannst, damit du da eben auch einen schnellen Zugriff drauf hast und nicht lange suchen musst. Also einfach hier draufklicken, weiterschauen und berieseln lassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao!